Erstmal schöne Grüße an euch alle. Heute den Tag durch ein bisschen feiern, ein bisschen relaxen. Und wenn ihr wissen wollt, was heute für Tag ist, heute ist der 29. Juli 2020. Genau vor 58 Jahren, das war 1962, am 29. Juli, an einem Sonntag um 14:30 Uhr wurde ich geboren im Krankenhaus, im Marienkrankenhaus in Witten. Die Mutter hat einen schweren Tag gehabt, weil ich wie immer bin ein bisschen aufgebraucht. Deswegen habe ich gesagt, mitten am frühen Morgen werde ich dann geboren. Okay, die Ärzte haben sich garantiert auch gefreut. Morgens am Sonntag um 14:30 Uhr in der Früh. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich auch herzlich nachher noch an die vielen, die mich gratuliert haben zum Geburtstag. Besonders alten Chrissy und Chris aus Heidelberg. Weil das sind schon Fenster fast 20 Jahre. Wir haben sehr viel schon erlebt miteinander. Sehr, sehr nett. Sind auch gute Freunde geworden. Auch an den Rest nochmal. Und nochmal nach herzlichen Dank an meine liebe Frau für die leckeren Muffins. Jetzt probiere ich die mal. Das fehlt echt zum Relaxen. Ein Ratschlag, genießt euren Geburtstag auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Klar, es macht sehr viel Spaß. Denkt euch auch mal ein bisschen an euch. Lasst die ganzen Geburtstage an euch mal wieder Revue passieren, sagt man. Wie war es am Geburtstag? Heute wird wieder ein schöner Geburtstag. Schönes Wetter. Welches Sternzeichen ich bin? Löwe. Ja, habe ich es. Ich bin zwar in Ruhrgebiet geboren. Aber ich fühle mich auch zum Westerwald hingezogen. Es ist wunderschön. Aber ich will euch nicht weiter ärgern. Ich will ja auch ein bisschen relaxen. Ich sage ciao, ciao. Nochmal Dankeschön für die vielen Geburtstagsgrüße an alle. Richtig. Auch der liebe Onkel Manni aus Hamburg. Dankeschön, Manni. Er ruft immer früh an. Und dann singt er für mir mein Happy Birthday-Lied. Mache ich auch für meinen lieben Onkel Manni aus Hamburg. Ciao, ciao. Euer Manni. Jetzt will ich erstmal relaxen.